Punkt durch Vendula Adlerova für den SSC 9:6. Und sie schlägt jetzt auf für Schwerin. Da stand der Block der Hamburger gut und der Ball geht zurück und eine Spielerin der SSC war dran. Punkt für Hamburg 9:7 und erneut Aufschlag Hamburg, die Nummer 15, Therese Catherine McNett. Punkt für den SSC durch die Nummer 7, Patricia Thormann. Spielstand 10:7. Hamburg eine der beiden Mannschaften, die den amtierenden Meister, die Roten Raben aus Vilsiburg, in deren Heimstätte schlagen konnten. Glattes 3:0 gab es in der Hinrunde. Und hier ein Punkt wieder für den SSC zum 11:7. Am Aufschlag für Schwerin Anja Brandt. Schöner Ballwechsel bisher auf beiden Seiten. Da war wohl eine Schwerinerin noch dran. Punkt für Hamburg. 11:8. Und de Souza kommt für den Aufschlag bei Hamburg. Die Nummer 1. Ehemals in Schwerin gespielt. Und erneut Punkt für die Hamburgerin, 11:9 und es schlägt auf erneut Lucien de Souza. Und das ist eine Angabe ins Netz, geschenkt der Punkt für Schwerin, 12:9. Und es kommt Denise Hanke mit ihren gefürchteten Sprungaufschlägen, in der Liga bekannt ist. Der war zu weit ins Aus. Punkt für Hamburg 12:10. Und für Hamburg kommt die Nummer 8 zum Aufschlag, Kati Retzowitz. Annahme von Adlerova. Kommt keine Mitspielerin mehr ran. Punkt für Hamburg. Anschluss 12:12. Es bleibt spannend. Aber auch sie mit Angabe ins Netz. Punkt für Schwerin 13:12. Es häufen sich die Fehler bei der Angabe. Auf beiden Seiten. Und es kommt Mirja Topic zum Aufschlag für die Schweriner SC. Und der Block steht bei den Schwerinerinnen mit Paddy Thormann. Und die jetzt mit viel Übersicht. Den Punkt macht für Schwerin 14:11. Und erneut Mirja Topic. Und auch super Angabe, den kann de Souza nicht richtig aufnehmen. Punkt für Schwerin 15:12. Thank you.
Viktor Hamburg 15:12 und es kommt Carmen Kotscher zum Aufschlag für die VTA Arubis Hamburg. Den haben die Schwerinerinnen auch nicht richtig gekriegt. Die Nummer 13, Janine Volker, bei der Annahme nicht im Punkt. Punkt für Hamburg, 15:13. Wieder Netzangabe, Glück für Hamburg. Und da ist Patricia Thormann. Genau vor die Füße vor Lucien de Sosa. Zweite technische Auszeit und es steht 16:13 für den Schweriner SC. Hier wird gerade angekündigt, das nächste Heimspiel des SSC gegen Erfurt am Samstag, dem 12. März um 18 Uhr. Wie gesagt, die gewohnte Anstoßzeit hier in der Arena in Schwerin. Aber hier momentan geht's gegen die VTR Arubis Hamburg und das steht zur zweiten technischen Auszeit 16:13 im ersten Satz. Und für Schwerin schlägt er auf die Nummer 3, Nadja Schaus. Aufschlag zu weit ins Aus, Punkt für Hamburg, 16:14. Und für Hamburg schlägt auf Saskia Ratzuweit. Gestellt von de Sosa. Block ist da von Schwerin. Und wieder Paddy Thormann. Finde die Lücke im Feld der Hamburgerinnen. Punkt für Schwerin 17:14. Und sie schlägt jetzt auf für den SSC. Antenne berührt von den Hamburgerinnen. Punkt für Schwerin 18:14. De Sosa stellt. Waren sie sich nicht einig? Und jetzt. No, gut geholt von Patricia Thormann. Sehr gut, Janine Völker und Adel Robber an dem Block der Hamburgerin, der uns dann ans ausgeht. Punkt für Schwerin 19:14. Und Auszeit durch die Gäste aus Hamburg. So, hier geht's weiter im ersten Satz. Zwischen Schwerin und Hamburg steht es 19:14. Es schlägt auf Vendula Adlerova für Schwerin. Thank you.
war der Schweriner Block noch dran. Der Ball geht dann ins Aus. Punkt für Hamburg. 19-15. Rausgeholt durch die Nummer 1, Lucien D'Souza. Wechsel bei Schwerin, kommt jetzt die Nummer 1, Lisa Thomsen. Verzögert sich noch, bleibt dabei. Thomsen bleibt noch draußen und Adlerower weiter im Spiel. Und für Hamburg schlägt auf die Nummer 13 im Gewedekind. Schön gestellt. Block der Hamburgerin ist da. Und erneut der Versuch von Adlerower. Und der Ball der Hamburgerin geht ins Aus. Punkt für Schwerin, 20-15. Und jetzt kommt der Wechsel. Lisa Thomsen, die 1 für die Nummer 2, Vendula Adlerower. Und Lisa Thomsen schlägt auf für den Schweriner SC. Leider ins Netz, geschenkter Punkt für Hamburg, 20-16. Und Wechsel bei Hamburg, die 15 geht, Therese Keret-Demet und die 11 kommt. Nein, die 11 Carmen Kotscher geht und es kommt die 7, Paulina Gomolka. Und die 5, Jolanta Kellner, die jetzt auch am Aufschlag für Hamburg steht. Schöne Annahme von Topic. Aber diagonal ins Aus. Punkt für Hamburg, 20-17. Und Tore Alexandersen nimmt die Auszeit für den Schweriner SC.